Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, so, tief durchatmen. Heute gibt es eine ganz tolle, ein Mensch, den ich im Internet entdeckt habe. Ich bin jedes Mal wieder erfreut oder berührt und überrascht, was hinter den Profilen steckt. Melanie Schorsch. Herzlich willkommen, Melanie Schorsch. Ja, vielen lieben Dank, liebe Beatrice, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr darauf. Boah, ich bin total gespannt und neugierig, wer du wirklich bist. Das, was ich bis jetzt weiß, ist, dass du hast einen Mann, du hast ein Kind, eine Tochter. Richtig. Du bist nach Costa Rica gereist und genau das möchten wir hier heute teilen und einen authentischen Reisebericht quasi. Deswegen gleich vorneweg die Frage: Wann warst du denn in Costa Rica? Das war im August 2017. Also genau vor 2 Jahren, nicht genau vor 2 Jahren, aber ja, fast vor 2 Jahren. Oh, ist ja noch gar nicht so lange her. Nein, 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 es ist noch viel präsent, ja. Sehr gut. Genau, wir haben ein paar Bilder auch für die Zuschauer mit eingeblendet, damit das alles ein bisschen lebendiger wird und man sich besser reinfühlen kann. Und bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, wer bist du denn genau? Das, was ich weiß, ist, dass du auf jeden Fall Apothekerin nicht, sondern PTA bist. Genau, pharmazeutisch-technische Assistentin, genau. Ja. Sehr gut. Und du arbeitest also sehr gerne in der Natur, mit der Natur, mit den Essenzen der Ölen zum Beispiel auch. Genau, ja, mit ätherischen Ölen, ja, genau, richtig. Magst du vielleicht kurz mal ein, zwei Sätze zu dir persönlich noch sagen? Ja, also wie gesagt, mein Name hast du ja schon vorgestellt, Melanie Schorsch, bin 45 Jahre alt. Bin ein absoluter Naturjunkie und ja, bin mit meinem Hund viel in Natur und mit meiner Familie viel in Natur. Und Urlaube suchen wir uns eigentlich immer dementsprechend aus, wo wir halt viel draußen sein können, sei es wandern. Und ja, dann sind wir eines Tages eben auch auf Costa Rica gekommen. Und wir machen auch viel auf eigene Faust. Das heißt, ich habe ja fast ein Jahr vorher schon angefangen zu planen, zu schauen, was wollen wir da sehen in Costa Rica, was ist für mich wichtig. Habe auch, wie du jetzt letztendlich Leute interviewt, die schon in Costa Rica waren und die mir halt auch so ein Feedback geben konnten, was man sehen sollte oder ne, was wichtig ist. Und so habe ich mir das dann auch zusammengestellt. Aber trotzdem wollten wir das auch spontan machen. Ja, also wir wollten dann, wenn es uns irgendwo gefällt, dass wir dann auch sagen können, okay, hier bleiben wir ein paar Tage. Das heißt, ihr habt wirklich aber ein Jahr vorneweg recherchiert, euch informiert, wie was normalerweise läuft oder habt ihr dann auch schon Flüge gebucht und weiß nicht, mit dem Mietwagen, wart ihr mit dem Mietwagen unterwegs? Was habt ihr geplant und was habt ihr nicht geplant? Was habt ihr fließen lassen? Also letztendlich ganz fest geplant haben wir den Flug. Von hier aus, ne? Sind halt über Madrid geflogen, nach Costa Rica, so dieses, ne, klassische halt. Und ja, und den Mietwagen halt. Aber den haben wir dann auch erst später gebucht. Ne? Also letztendlich der Flug war ja das Wichtigste. Das war so einigermaßen, ne, nicht den teuersten Flug dann kriegen, wenn man so kurzfristig halt bucht. Also wir wussten den Zeitraum, das haben wir schon alles geplant. Deswegen hatten wir dann auch den Flug relativ zeitig gebucht und danach letztendlich noch den Mietwagen und noch ein Telefon haben wir uns da vor Ort gebucht, weil wir gehört haben, dass es wohl nicht so einfach ist da mit Empfang und wenn wir dann uns irgendwo eine Unterkunft suchen, dass wir dann auch da mit dem Telefon halt telefonieren konnten, so ein Handy halt, ne, vor Ort, ja. Ja, das höre ich sozusagen aber das erste Mal, muss ich offen gestehen, weil Ja. die Leute, die mittlerweile rüberkommen, die holen sich dort eine Prepaid-Karte. Ja, okay. Ja, da habe ich Hatten wir auch, genau. Ja, haben uns auch noch geholt. Aber irgendeiner hat uns gesagt, holt euch da, das gibt es tatsächlich auch bei diesem Mietwagenverleih, dass man sich da noch so ein Handy in Anführungsstrichen mitleihen kann, für den Notfall, wenn da irgendwie alles zusammenbricht, dass wir da wirklich autark waren und ja, dann noch kurz die Unterkünfte abtelefonieren konnten. Und aber ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, das braucht man wirklich nicht. Ja, also man findet immer irgendwo was. Ich weiß jetzt nicht, wir sind schon zu einer beliebten Reisezeit geflogen. Das war ja im August letztendlich, wo viele Ferien haben und trotzdem war es echt entspannt, ja. Ja.
Und ja, letztendlich die Frage ist dann natürlich auch, war es teuer, war es nicht teuer, weil bei mir ist es zum Beispiel so mit dem Navi. Früher war es ja so, dass man ein Navigationssystem auch sich gemietet hat, was tierisch teuer war. Manche haben sich das dann aus Deutschland aus nach Hause schicken lassen und haben das dann mitgenommen, weil es die Route einfach nicht hergegeben hatte. Und mittlerweile arbeiten ja viel online, also mit den Apps, mit Google Maps oder ne, weiß der Geier, was für Möglichkeiten es heute gibt. Ja, haben wir auch gemacht. Ja. Also es war überhaupt kein Problem. Wir sind dann halt auch wieder, wie gesagt, mit unserem eigenen Navi durch die Gegend gefahren. Wir hatten auch gar keins im Auto gehabt und das war wirklich kein Thema. Ja. Und dann seid ihr einfach so blindlings, okay, mal gucken, wo wir heute schlafen. Ja, genau. Wow. Ja. Also wir hatten schon so ein, zwei Tage vorher geplant, aber wir sind dann auch teilweise an der Pazifikküste einfach runtergefahren und haben ja geschaut, wo es uns gefällt und haben dann wirklich vor Ort auch gesucht und einfach auch manchmal auch sogar spontan gefragt, ne, habt ihr noch ein Zimmer frei und oder wie lange können wir hier bleiben? Und das war dann auch teilweise, das war an der Pazifikküste, hat uns so gut gefallen, dass wir dann auch was länger da geblieben sind. Und was sagt eure Tochter dazu? Ja, die war total begeistert. Ja, also die war auch, das einzige Problem war, dass sie so ein bisschen reisekrank geworden ist im Auto, weil es da doch sehr viele Serpentinen gibt. Das war uns gar nicht so bewusst. Es geht viel hoch und runter. Es ist doch sehr bergisch durch die ganzen Vulkane halt auch. Und dann ist ihr schon häufig übel geworden da hinten. Aber ich hatte ja meine Öle dabei und dann hat sie einfach ein paar Tropfen unter die Füße bekommen. Und das hat ihr gut geholfen, ja. Ach, schön. Ja, dann würde ich gerne genau gleich mal vorneweg nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ihr ja mit Kindern gereist seid. Also Ja. es gibt ja viele Familien oder auch alleinstehende Mütter oder Väter, die Fernreisen machen. Wie habt ihr euch denn da vorbereitet? Hattet ihr eine, wie so eine Art Erste-Hilfe-Kiste dabei? Wie war das mit dem Flug, mit dem Umsteigen? Das sind sehr lange Zeiten. Wie hat das eure Tochter so mitgemacht und verkraftet? Ja, also auf dem Hinflug, das war schon sehr spektakulär. Wir sind ja in Madrid umgestiegen und hatten nur eine Stunde zwischen Landung und Start wieder nach San Jose. Und ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wie groß der Flughafen da in Madrid ist. Das ist schon riesig. Wir mussten dann erst mit so einer Bahn wieder quer durchs Flughafengelände, um unseren Flug zu erreichen. Wir sind wirklich gerast und sind in letzter Sekunde in das Flugzeug rein und haben gerade noch den Anschlussflug bekommen. Unsere Koffer sind Gott sei Dank auch mit. Ja, also es war wirklich haarscharf. Ja gut, dadurch, dass mittlerweile ja so ein Entertainment-Programm im Flugzeug ist, ist das kein Problem. Ne? Da laufen ja die ganze Zeit Filme. Also von daher war sie gut beschäftigt, sie hat auch gelesen oder ich habe auch gelesen, ne, was man halt so macht. Und nochmal ein bisschen uns auch über Costa Rica belesen, was man da noch alles so machen kann. Sie war zu dem Zeitpunkt 9, Ah, als okay. wir geflogen sind. Ne? Sie war ja gar nicht mehr so ganz so klein und deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten auch, dass sie ein bisschen älter ist, um das einfach, dass sie viel mehr so wahrnimmt von dem Land. Ne? Natürlich, also ich kann auch sagen, man kann auch mit Säuglingen reisen. Es ist überhaupt kein Problem, weil es wirklich entspannt ist, da zu reisen. Das würde ich mit Sicherheit nicht in jedem Land machen, aber Costa Rica eignet sich hervorragend. Und wir haben auch ganz viele Familien kennengelernt, die mit kleinen Kindern gereist sind. Entweder die sich Elternzeit gerade genommen hatten, ne, mit der ganzen Familie und dann wirklich 4, 6 Wochen durchs Land sind. Und die sagen auch super unkompliziert. Du kriegst da ja auch alles. Ja. Das stimmt. Auch für Das die kann ich. Kleinen, ne? Sei es Babybrei, sei es Windeln, sei es, ja. Alles Ja. gut, ja. Ja. Unser Aber Rückflug war ein bisschen. Bitte? zum Umsteigen kann ich nur nicken. Ich weiß, ich bin ja schon mittlerweile so oft geflogen, dass Ja. manchmal die Verbindung mit Madrid wirklich so haarscharf ist. Und einmal hatte Ja. ich sogar meinen Kater dabei. Also ich weiß, was es dann heißt zu flitzen. Okay, ja. Aber es gibt auch Verbindungen, glaube ich, wo man dann 3 Stunden Pufferzone hat. Ja. Ja, Rückflug fahren wir über Panama, also da sind wir zweimal umgestiegen, Panama, Madrid und dann wieder zurück nach Düsseldorf. Das war schon sehr, sehr lange, weil wir auch 5 Stunden noch Aufenthalt in Madrid haben und da hat unsere Tochter schon ziemlich in den Seil gehangen. Zumal man da ja auch nicht richtig schlafen kann. Wenn man auf dem Flughafengelände sitzt, da kommen ständig Durchsagen, bitte passen Sie auf Ihr Gepäck auf oder irgendjemand wird, Herr und Frau Müller, bitte zum Gate, ne? So und so. Also, dass man da wirklich sich mal hinlegen kann und schlafen kann, das war schon eine lange Tortur. Ja, das glaube ich. Aber wir haben es geschafft und es hat sich gelohnt. So. Super schön. Und Erste-Hilfe-mäßig, hast du da irgendwas vorbereitet, außer vielleicht Öle oder was man sonst, ja, was habt ihr sonst so dabei? Also, wie gesagt, Pflaster natürlich, ne?
wenn irgendwas ist. Aber ich habe tatsächlich nur mit den Ölen gearbeitet. Ne? Mittlerweile sei es, ob ich mir eine Antibiotika-Bombe fertig gemacht habe, wenn wir von der Klimaanlage so ein bisschen erkältet waren. Ja, sei es Insektenspray, es hat super geholfen. Also ich bin da wirklich mittlerweile autark mit den Ölen. Ja, Wow. auch da gehört Intuition einfach mittlerweile dazu. Viele denken immer so, oh ja, das traue ich mir nicht zu, aber es ist wirklich so easy und ja. Wow. Und wenn ihr dort vor Ort wart, ich meine, klar, du hast ja selber gesagt, man bekommt dort alles in den Supermärkten. Wie seid ihr dort gereist? Was habt ihr so als erstes angesteuert? Wo wart ihr überall, außer an der Pazifikküste? Also, ne, erster Punkt war ja San Jose und da habe ich tatsächlich eine Unterkunft direkt hier aus Deutschland gebucht. Das war das Einzige, wo wir wirklich fest noch genau gebucht haben. Dass wir wirklich, wenn wir ankommen, erstmal nicht suchen müssen, sondern nach dem ganzen, ne, langen Flug, dass wir da auch wirklich ein Ziel vor Augen hatten, wo wir uns erstmal ein bisschen erholen und schlafen konnten. Schlafen, ja. Und wir haben unsere Koffer erstmal dahin gebracht und haben uns da schon direkt auf den Weg gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben Hunger, wir wollen was essen. Und da findest du auch überall was in San Jose selber. Ja. Und ja, wir haben dann am ersten Tag, ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel, klar, den Poas besichtigt, dann eine Kaffeeplantage. Das war so wichtig für uns. Und da auf dem Weg zur Kaffeeplantage, da gibt es ja überall Supermärkte. Ja, wir haben dann angehalten, haben uns irgendwie frische Früchte gekauft oder ein paar Kekse, das ist da auch überhaupt kein Problem. Viele denken dann immer so, oh ja, kriege ich da was? Na ja, natürlich, man bekommt da was. Ja. Jetzt gehe ich gleich mal auf das Thema Früchte. Habt ihr da, bist ja so naturverbunden, habt ihr da versucht, mehr bei den Einheimischen, bei den Bauern oder so zu, ja, euer Obst zu besorgen? Guck mal, jetzt kommt gleich so eine Frage. Ja, also gut, wir haben anfangs uns sehr an die Supermärkte gehalten. Ja. Und ich habe dann auf dem Weg, ja, wir sind ja erstmal so durchs Landesinnere gefahren, und auf dem Weg so zur Pazifikküste standen auch sehr viele Bauern an den Straßenrändern, die ihre Früchte da verkauft haben. Ich weiß gar nicht, wie diese Frucht heißt. Die sieht aus wie so eine Litschi. Super hart außenrum. Die hat, ja. Und da haben wir uns ohne Ende von ernährt, weil die sind so lecker und ja, haben ständig angehalten, haben sie halt diese Früchte geholt. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich wissen, wie sie heißen. Also in Thailand sagt man dazu Rambutan und ja. In Costa Rica, ich vergesse das manchmal auch, mit M irgendwas. Ach, verdammt, ich habe es jetzt gerade vergessen, mir liegt es auf der Zunge, fällt mir bestimmt gleich ein. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja? Und, ja, die haben so eine spitzen, kleinen... Ja, so rot, die sind rot, ja, ja. So richtig dick und buschig sehen die aus, aber innen schmecken sie halt wie eine Litschi. Ja. Voll gut. Ich muss es gerade den Leuten mal zeigen, weil ich diese Frucht total toll finde und ich letztens einen Beitrag dafür vorbereitet habe. Mamon heißen ja, die. Ja, richtig, ja. Guck mal. Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Mamon. Ja. Okay, apropos Früchte, die haben da ja auch wahnsinnig tolle Kokosnüsse, oder? Ja, super lecker. Und da waren wir auch an der Pazifikküste. Die liegen da ja wirklich am Strand einfach rum. Habe ich dir ja auch ein Foto von geschickt, wie ich da gerade so eine Kokosnuss austrinke. Die kann man ja selber einfach aufschlagen, irgendwo am Stein, sich so einen kleinen Stein nehmen, aufschlagen und dann trinken. Super lecker, ja. Und das ist ja das Schöne da, wenn man dann im Land vor Ort sind, die Früchte schmecken einfach auch ganz anders als hier in Deutschland. Ja. 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 Und dann seid ihr mit dem Auto, hattet ihr ein 4x4, hattet ihr einen Geländewagen? Ja, den brauchst du auch. Ganz wichtig, ja, für alle, die alleine durch Costa Rica reisen wollen, ganz wichtig, Vierradantrieb. Am Anfang haben wir gedacht, als wir in San Jose waren, wofür brauchen wir eigentlich hier Vierrad? Aber dann, als wir nach Monteverde gefahren sind, da wusste man dann, warum man ein Vierrad braucht, ja. Allrad. Mhm. Ja, okay. Ihr wart in Monteverde. Wart ihr da vorher oder wartet ihr danach? Wann wart ihr da? War Regenzeit auch zu dem Zeitpunkt? Ja, aber wir haben Glück gehabt. Wir haben ganz, ganz wenig Regen gehabt. Klar, mal abends. Es war Gott sei Dank immer wie abends, ne? Fing es dann an zu regnen. Morgens war es dann wieder sonnig und wunderschön. Also ich gucke gerade mal. Wir waren erst in San Jose. Klar, einen Vulkan haben wir besichtigt und sind dann von da aus direkt nach Monteverde gefahren. Ja. Das war unser nächster Stopp. Super. Genau, ja. Und haben dann wirklich da Regenwald und Kanopi gemacht. Dieses, ne?
Ja. Ziplining. So typisch Touri-mäßig, ja, aber das war schon schön. Das sollte man wirklich machen. Und die Ausflüge habt ihr vor Ort gebucht, direkt an der Ja, Rezeption, oder? genau, direkt an der Rezeption. Wir waren in Monteverde und da gibt es ja ganz viele Touristeninformationszentren von den verschiedensten Anbietern. Und dann haben wir einfach geschaut, welches Paket wollen wir machen oder was wollen wir überhaupt machen. Wir haben auch einen Tag dann nur zu dritt mit einem Reiseführer oder so, der vor Ort arbeitet, den Regenwald besichtigt dann, und das war richtig schön. Haben dann auch ein Faultier gesehen. Ja, der hatte so ein schönes, sein Fernglas dabei. Habt Und ihr eine dann Nachttour mitgemacht? haben wir auch gemacht, ja. Boah, Ja. klasse. Ja, also wirklich die Tiervielfalt in Costa Rica ist unglaublich, wirklich. Von den Kannst du mal. Käfern, Fröschen, Spinnen, Schlangen, den verschiedensten Affenarten, ja. Genau, ich wollte dich gerade ausquetschen, ob du dich noch erinnern kannst, was da alles so für Tiere auf euch zukamen. Ja, alles. Also das dauert jetzt einen Tag, bis ich das alles, ja, auch abends, das ist so schön, was du ja auch mal in deinen Videos da geteilt hattest mit den Brüllaffen. Wenn man da abends im Bett liegt und ja, diese Brüllaffenfamilien an einem vorbeiziehen und du hörst das Rascheln da in den Bäumen und ja, die Geräusche, es ist schon wirklich wie im Dschungel. Manche liegen dann Ja, wahrscheinlich wirklich. Also anfangs konnte ich mit diesen Geräuschen gar nichts anfangen. Bis uns dann einer sagte, ja, es sind die Brüllaffen, ja. ja. Ach schön, ach schön. Monteverde. Ja, Monteverde ist so schön. Ich war persönlich auch da. Und diese gigantischen Bäume, die da auch wachsen, oder? Man ist da so klein. Ja. Ist wirklich. Okay. Mit Reiseleiter auch. Hat der Reiseleiter Sollte auch den? man noch machen. Man kann das auch alleine machen durch den Regenwald da. Tarpan, das kostet Eintritt, aber wir haben es mit so einem Führer gemacht und das lohnt sich auch, weil die einfach viel mehr wissen und auch genau wissen, wo die Tiere gerade sind. Ne? Die wissen, ah ja, an dem Morgen, wir gehen mal da und da hin, weil da sind häufig die Faultiere. Oder dann hat er uns Löcher gezeigt, wo die Vogelspinnen drin sind. Das hätten wir von alleine nie gesehen. Ne? Deswegen, also in dem Fall sollte man das schon, das kostet jetzt auch nicht Unmengen an Geld. Ja. Aber Ja, das muss man schon in die Hand nehmen. und hat welche Sprache hat der Reiseleiter gesprochen? Englisch. Okay. Habt Ja. ihr Spanisch, also könnt ihr Spanisch sprechen oder habt ihr euch Gar nicht, gar nicht. Ja, auch das war unsere Bedenken, dass wir da irgendwie so durchs Land kommen, auch ohne Spanischkenntnisse. Aber tatsächlich, viele sprechen Englisch und die Tikas sind ja so freundlich und nett und zugewandt. Also wir haben null, wirklich null negative Erfahrungen gemacht. Und du hast mich ja auch im Vorfeld schon gefragt, ob wir irgendwas sagen können, was man auf jeden Fall unterlassen sollte. Es gibt nichts. Also wir haben in diesen 3 Wochen tatsächlich nichts Negatives erlebt, weil es einfach nur schön war. Ja. Okay, Wenn man einfach auf die Menschen zugeht, natürlich haben wir auch mal so eine Tankstelle gesucht, weil wir, ne, dringend tanken mussten. Und dann haben wir auch Einheimische gefragt, haben dann auf den Tankdeckel gezeigt. Die sprachen halt dann kein Englisch in dem Fall. Aber so einigermaßen rechts, links und mit Händen und Füßen. Und es hat super geklappt. Und wir sind überall hingekommen, wo wir hinkommen wollten. Ja. Es geht auch wow. ohne Spanischkenntnisse, ja. Puder wieder, Oder ja. wieder, ja, absolut. Oh, ist das schön. Ja, es ist, danke, dass du deine Erfahrung hier so teilst, weil wenn man in ein fremdes Land geht, ich kenne das bei vielen, mit denen ich spreche, die haben erstmal Angst, ne, auch vor dem langen Flug und wie Ja. muss ich Spanisch können oder komme ich auch mit Englisch weiter oder wie sind die Gegebenheiten? Und wenn du sagst, okay, einfach auf die Leute zugehen, das ist so schön, danke. Ja, wirklich. Also Freundlichkeit und also kann ich gar nicht beschreiben. Es war auch mitunter einer der schönsten Urlaube, die wir bisher erlebt haben, muss ich wirklich sagen. Ja, weil es einfach so einfach ist und so simpel zu reisen. Ja, und wie war dann eure weitere Route von Monteverde aus? Monteverde sind wir nach Arenal. Okay. Ja, ist ja auch nicht so weit entfernt. Genau, da haben wir uns auch dann diesen Arenal, den Vulkan angeschaut und waren dann auch, haben uns da auch wirklich die Umgebung so ein bisschen angeschaut. Auch sehr, alles sehr natürlich und viel, viel Natur. Wart ihr in den Thermalbädern, in diesen Da waren natürlichen? wir nicht.
Da waren wir nicht, nee, weil es irgendwie zeitlich da nicht hingehauen hat. Wir wollten dann doch weiter. Es ist ja in 3 Wochen, einerseits ist es viel, aber das, was wir alles sehen wollten, haben wir Man das. möchte, ja, man möchte ja auch mal durchatmen, ne? Ja, ganz genau, ja. Wir hatten da auch wirklich eine nette Unterkunft mit so einem kleinen Schwimmbad und waren halt da und sind von da aus dann weiter an die Pazifikküste. Okay, wo genau dahin? Wir waren in Dominical, aber auch vorher ganz von oben runter, also die einzelnen Orte einfach mal überall angehalten. Aber geschlafen letztendlich haben wir dann in Dominical und sind auch ganz spät abends erst angekommen. Und das war jetzt auch so, da hatten wir halt keine feste Unterkunft geplant. Wir sind einfach losgefahren und haben geguckt, wo es uns am besten gefällt. Und haben gesagt, ach nö, hier noch nicht, komm, wir fahren weiter. Und dann war es schon richtig dunkel gewesen. Und gesagt, oh Gott, kriegen wir jetzt noch eine Unterkunft irgendwo? Und haben dann einfach über Booking.com irgendwo angerufen. Und tatsächlich, ja, könnt kommen. Und das war auch so ein Tag, wo es richtig geregnet hat. Da hat es richtig gegossen. Und ja, war, glaube ich, weil es so schön war, 3 Tage geblieben. Ja. Oh, das klingt toll. Ich bin total neugierig, was du noch so erzählst. Und da waren wir wirklich in Uvita am Strand gewesen. Und dann noch im Nationalpark Manuel Antonio. Den kann ich auch nur empfehlen. Der ist ja auch direkt an der Pazifikküste. Den sollte man auch auf jeden Fall sich anschauen, weil da so viele Affenarten auch sind und die ganz nah auch kommen. Man muss da auch natürlich aufpassen, weil die gehen auch an den Rucksack dran. Ja, muss man schon aufpassen. Ja, und Uvita ist einfach toll. Wir waren da ganz allein am Strand. Und da war dieser Strand, der so aussieht wie eine Walfischflosse, ne? Ja, genau, das ist da. Ja. Und da haben wir eben auch vor Ort gefragt, ne? Was könnt ihr empfehlen und an welchen Strand sollten wir? Und auch mit den Einheimischen dann auch gesprochen. Weil in Dominical selber, der Strand ist nicht so schön, sehr steinig. Deswegen haben wir halt gefragt, wo können wir halt hin? Und dann, ja, du bekommst überall eine super Auskunft. Und die Leute, die vor Ort leben, die wissen ja sowieso immer, wo es am schönsten ist. Und ja, dann sind wir mit dem Auto dahin, haben das Auto da stehen lassen und sind dort an den Strand. Ja, und haben da auch so den einen oder anderen Tag verbracht. Und wo habt ihr sonst so geschlafen? Waren das richtige Hotels oder waren das eher ja, private Ferienhäuser oder Lodges? Was habt ihr Eher so? Lodges, würde ich sagen. Es waren Lodges, ja. Es war auch mal ein Hotel dabei, aber eher so Lodges. Und das ist auch völlig, wenn jemand nicht so viel Wert auf 4-5-Sterne-Hotels legt, kann man das auch gut machen. Und ich finde es eh viel schöner, wenn man da so eine Hängematte vor seinem Zimmer hat, wo man sich schön reinlümmeln kann. Und ja, das hat auch einen ganz anderen Flair. Und die sind meistens ja auch so ein bisschen familiär, ne? Genau. Wir hatten auch teilweise dann auch Auswanderer da getroffen, die dann ihre kleine Lodge eröffnet haben, mit denen wir dann auch ins Gespräch gekommen sind und die auch gesagt haben, hier ist die Kaffeemaschine, bedient euch, ne, ihr könnt euch hier gemütlich machen. Und ja, also die Zimmer sind natürlich sehr bescheiden, da ist ein Bett drin, aber hey, wir sind ja eh den ganzen Tag unterwegs. Wir brauchen nicht mehr. Ich brauche jetzt hier nicht ja, die Luxusunterkunft für eine Nacht, wenn wir eh den ganzen Tag unterwegs sind. Ja. Und wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr von einem Ort zum nächsten wandert? Weil Costa Rica besteht ja aus 7 verschiedenen Provinzen und jede Provinz hat ja ihre Eigenheiten. Ihr seid durch verschiedene Provinzen gefahren. Ja. Was habt ihr so an den Einheimischen ja festgestellt oder erleben dürfen? Ja, also, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind. Also, was mir ganz krass aufgefallen ist, ist der Unterschied zwischen Pazifikküste und Karibikküste. Also die Seite, ne? Also bei der Karibikseite ist ja schon wieder ein ganz anderer Einfluss und da leben ja auch schon wieder ganz andere Menschen. Das sind ja auch schon teilweise die Auswanderer aus, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie herkamen, die Gastarbeiter. Hast du wieder so ein bisschen Karibik, wirklich, so auch die Leute, die da leben, so ein Karibik-Flair. Ja, die sind dunkler, ne? Sehr Von der. dunkelhäutig, ne? Genau, ja. Hat auch, ne? Es war auch eine super, super Erfahrung da an der Karibikseite, aber mir oder uns persönlich hat die Pazifikseite besser gefallen. Ja, vom Strand her, obwohl man denkt, Karibik, ne, oder weißer Sandstrand, blaues Meer, aber trotzdem war die See da sehr unruhig und dreckig, muss ich sagen. Also man konnte da nicht so gut ins Wasser gehen wie auf der Pazifikseite. Vielleicht lag es aber auch an der Zeit, wo wir gefahren sind. Ich kann es nicht sagen, aber Und wo wart ihr da genau? auf der Karibikseite.
Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das war in Cahuita. Ah, ja, sehr gut. Okay, kenne ich. Also ich persönlich war noch Cahuita. nicht an der Porto Karibik. Limon halt, ne? Ja. Ja. Ja, da ist ja auch der Hafen. Also ich persönlich habe es noch nicht Genau. gesehen. Da seid ihr mir ja einiges voraus. Ja. Aber man hört so vieles, ja. Ja. Und wie lange wart ihr da? Weil wie ging es dann weiter? Ihr seid nach Monteverde, dann seid ihr nach Ovita und die ganze Region da unten. Seid ihr noch Genau. mal weitergefahren? Ja, also wir waren ja jetzt in Ovita, erstmal Dominical, und dann sind wir erst in die Berge gefahren. Nach Santa Maria de Dota. Genau, weil wir unbedingt diesen Quetzal sehen wollten, diesen Vogel, diesen tollen. Ja. Habt ihr ihn gesehen? Ja, wir haben ihn tatsächlich gesehen, aber das war wirklich Safari pur. Wir mussten morgens um 5 Uhr aufstehen, weil irgendwie ging es schon um 5:30, ne, war der Treffpunkt. Auch da kann man von den Unterkünften her immer was buchen. Die sagen auch einem, ja, geht mit dem Führer oder so, oder morgens ist Treffpunkt da und da. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit dem Auto, sind da zu diesem Treffpunkt gefahren und dann ging es dann halt los. Und dann waren da schon mehrere Gruppen, dann schrie einer, hier ist einer, und dann rannten alle los und mit Kamera, der arme Vogel, genau. Aber wir haben ihn tatsächlich gesehen, ja, schön, schöner Vogel, wirklich, ja. Oh, Traum. Und auch in den Bergen, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Klima. Es ist kühl, man braucht dann wieder eine Jacke oder eine lange Hose. Ja, also es ist halt diese Vielfalt da in Costa Rica. Du hast alles, du hast den Strand, ist, ne, wie viele jetzt sagen, wie in Neuseeland oder Australien, aber du hast da wirklich alles. Ne? Das ist das Schöne. Von dort aus sind wir dann halt nach Turrialba gefahren. Da haben wir halt dieses River Rafting gemacht. Ja. Das Bild habe ich gesehen. Ich glaube, der hat mir ein Bild dazu geschickt, ne? Ja, genau. Das war auch schon Cool. klasse gewesen. Obwohl wir gar nicht wussten, ob es überhaupt stattfindet, weil zu der Zeit halt, es war ja Regenzeit, wie du schon sagtest, aber es hat leider nicht viel geregnet, zumindest nicht in dieser Region. Und damit waren die Flüsse alle sehr ausgetrocknet. Ja. Wir haben dann Gott sei Dank einen gefunden, wo wir es halt machen konnten. Ja. Ja, und dann war es halt auch, da haben wir uns auch wieder morgens getroffen mit dieser Gruppe, sind dann halt da flussaufwärts und dann mit dem Boot halt, ja, runter. Und das war auch richtig, richtig toll gewesen. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Das war bestimmt der Knaller für eure Tochter auch, oder? Ja, die durfte ganz nach vorne. Ah! Ja, genau. Hat sich dann nach vorne festgehalten, obwohl im Nachhinein gesagt wurde, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Ne? Weil wenn sie wirklich da in diesen reingefallen wäre, wäre es schon gefährlich geworden. Eigentlich sollte man immer rechts und links da an den Seiten sitzen. Und wenn so eine Riesenwelle kommt, dann direkt ins Boot rein. Und sie hat dann da vorne, das war schon nicht ganz ohne, aber gut. Es ist alles gut gegangen. Ja, ach schön. Oh Mann, das ist so spannend. Erzähl mal mehr. Ja, gut. Und von da aus sind wir dann an die Karibikküste. Ja. Nach Cahuita, da haben wir dann auch wie so eine kleine Lodge wieder gehabt. Auch total gemütlich und haben dann da auch die Umgebung erkundet. Ja. Wollten dann auch, da gibt es ja auch so eine Aufzuchtsfarm von den Faultieren. Die wollten wir uns auch erst angucken, aber die kostet richtig Geld. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sage, um die 200 Euro pro Person umgerechnet. Ja, das war richtig teuer. Das haben wir dann auch gelassen. Haben wir gesagt, nee, komm. Wir sind ja dann weitergefahren. Wir haben unser Auto in Porto Limon stehen gelassen. Stimmt, und das haben wir tatsächlich von, auch noch hier von zu Hause geplant. Wir sind nach Tortuguero gefahren mit dem Boot, wo wir dann die Schildkröten nachts beobachtet haben zur Eiablage. Ja. Da bekomme ich immer Gänsehaut. Ja, das haben wir über die Barbara Hartung gebucht. Weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Nee. Die ist eine deutsche Biologin, die schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20, 30 Jahren in Costa Rica lebt, ausgewandert ist und dort wirklich diese Wanderungen macht. Okay, das ist ja toll, das ist ja spannend. Also da kann ich nur empfehlen und das kann man auch über Deutschland buchen. Die schickt dir dann so zwei, drei Lodges, wo du übernachten kannst. Ja, muss man halt selber gucken, was man halt will. Also auch ganz eher spärliche Unterkünfte, aber super schön. Aber unabhängig davon, das ist ja gleich für mich Inspiration, weil ich, Ja. ja, gleich, vielleicht schaffen wir es ja jetzt hier bei dieser Veranstaltung, sie gleich im Nachgang noch irgendwie im Interview zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Weil das Ja, ist super spannend für Leute, die schon seit 20, 30 oder 40 Jahren dort leben. ja. Und was sie zu erzählen haben, das ist Ja, mit der unglaublich. haben wir auch so Kanutours gemacht.
eben so flussaufwärts und haben uns da auch die verschiedenen Vielfalten der Tiere angeschaut, viele Vögel, ne, viele Vogelarten und eben nachts die Eiablage der Schildkröten. Und da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, dass man die auch nicht wieder verjagt. Ne? Aber das war wirklich ja auch eines der tollsten Erlebnisse in Costa Rica selber. Ja, unglaublich vielfältig, was ihr in diesen 3 Wochen erlebt habt, Mann. Ja, also vollgepackt, aber auf jeden Fall, es war zu schaffen und es war auch nicht, dass wir gesagt haben, oh, es war nur Stress, um Gottes Willen. Ne? Wir sind ja dann auch an der Pazifikküste ruhig auch mal 2, 3 Tage geblieben. Ja, und haben Und gesagt, seid ihr dann noch? streicht man was. Ja, man kann ja auch selbst wenn man sich einen Plan macht, man muss ja auch nicht alles einhalten. Wir haben dann auch ein paar Sachen einfach gestrichen und gesagt, hey, den Regenwald haben wir schon gesehen, wir müssen uns jetzt nicht noch den und den Regenwald angucken. Das muss man auch wirklich dann spontan vor Ort entscheiden. Ja, Intuition, da haben wir es wieder. Ja, ganz genau. Und habt ihr beispielsweise auch eine Kakaofinca besucht oder eine Kaffeefinca? Habt ihr da was gesehen? Ja, genau. Das haben wir, also diese Kaffeeplantage war von Brit. Das ist ja so ganz, Okay. genau, das haben wir dann in San José gemacht. Das war auch so ein Tipp von unserer Nachbarin hier, die sich das angeschaut hat. Aber es gibt überall, ne, Plantagen, auch auf dem Weg durchs Land, die man sich anschauen kann. Und diese Kaffeeplantage haben wir auch dann von unserer ersten Unterkunft ausgebucht. Ne, da haben wir direkt angerufen übers Handy, ob sie noch Plätze frei haben für den nächsten Tag. Und die sagten, ja, wir sollen dann um 10 Uhr dann da und da sein. Ja, und das hat auch alles wunderbar geklappt. Da war dann noch so eine Schulklasse, dann haben wir mit dieser Schulklasse zusammen dann diese Führung gemacht. Und ja. Ihr seid ja total flexibel. Also ich finde das erstaunlich, weil ihr einfach dann auch den Hörer in die Hand nimmt und anruft oder ja, ich finde es. Ja. Das kannst du doch gut machen. Wirklich. Mach das mal in Indien. Oh nein, ich glaube, das siehst du, das ist wieder was anderes. Ich meine, ich bin mit 22 das erste Mal alleine nach Kenia geflogen, bin da auch 3 Wochen alleine durchs Land. Ne? Ja, das war auch klar, das erste Mal für mich alleine reisen. Ich habe dann auch da erstmal in dieser ersten Unterkunft zu Hause, also gesessen und geheult und gesagt, oh Gott, was hast du hier getan? Ne, das erste Mal von zu Hause weg, aber auch das wieder. Es hat mich wieder einen Schritt vorangebracht und zu sagen, hey, es geht, ja, es funktioniert. Man braucht keine Angst haben. Das würde ich jetzt auch nicht in jedem Land machen, aber und es Es ist lässt einen schön. wachsen, ja. Es lässt einen wachsen, absolut, ja. Spannend, spannend. Okay, ich würde jetzt gleich auf Kenia eingehen oder auf die nächsten Länder, wo du besucht hast, aber wir sind ja hier bei Costa Nein, nein, genau, wir sind jetzt erstmal in Costa Rica. Ja. Genau, okay, weil deine Route nochmal weiterspinnen. Frage: Seid ihr auch an die Weil, also auf die Nicoya Halbinsel gefahren und da an der Pazifikküste gewesen? Nee, da waren wir nicht. Da wart ihr nicht. Okay. Nee, das hat Macht ja einfach nichts. zeitlich da nicht mehr gepasst. Also wir sind dann wirklich nur noch nach Tortuguero, dann wieder nach San José und dann wieder nach Hause geflogen. Ja. Reicht ja auch 3 Wochen. Ja, genau. Ja, das war auch schon alles ziemlich vollgepackt. Ja. Würdet ihr das denn, wenn ihr ja jetzt noch mal was anders machen könntet, würdet ihr genau die gleiche Route wieder wählen oder würdet ihr etwas anders machen und wenn ja, was? Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, da müsste ich jetzt mal bei mir in meinem schlauen Buch gucken. Ich glaube, ich würde, also auf jeden Fall die Pazifikküste noch weiter runter. Schon an die Grenze von Panama. Da soll auch noch mal so ein ganz toller Nationalpark sein. Den haben wir nicht mehr machen können, weil es einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie dieser Nationalpark heißen soll. Aber da wird es immer uriger, immer uriger. Ja, glaube ich. Ja, und das haben wir leider dann nicht mehr gemacht. Aber hey, ne, wir haben viel gesehen und das war auch toll. Und man muss dann auch irgendwo Abstriche machen. Man muss ja für sich selber auch entscheiden, was will ich jetzt sehen und was muss ich streichen oder zu sagen, okay, wir fliegen jetzt noch mal irgendwann noch mal nach Costa Rica. Ja, und das steht bestimmt bei uns auf jeden Fall noch mal auf der Liste, dass wir da noch mal hinfliegen werden. Vielleicht nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber wir werden mit Sicherheit noch mal, ja. Ja, Ja, sag einmal Costa Bescheid. Rica, immer Costa Rica, das ist einfach so. Ja, ich kenne mittlerweile so viele, die nur noch dahin fliegen. Also die sagen, ich will gar nicht mehr woanders hin, weil ich da einfach weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, dass ich da
unproblematisch reisen kann und wir nehmen dann auch diesen Flug in Kauf und sagen, ja, dann mache ich das. Ja, und man muss auch wirklich sagen, es ist im Verhältnis zu anderen Ländern in Süd- oder Mittelamerika, ist es einfach, es hat eine sehr gute Infrastruktur, die Leute haben eine ganz andere Kultur, also dieses Offene, dieses Freundliche. Mhm. Man kann wirklich sich auch mit Englisch unterhalten. Es ist ein sehr sicheres Land. Ist es. Und das Essen ist so lecker. Mhm. Ja, ich bin ja Vegetarier und auch für die, ne, ist gesorgt, ja. Ja. Also man findet immer was und auch, wie gesagt, man sollte dann auch mal wirklich diese Nationalgerichte probieren. Was zum Beispiel? Sag's mir. Sag es mir. Gallo Pinto? Ja, genau, Gallo Pinto, ja, richtig. Lecker. Ja. Was ist das? Mit den Bohnen. Bohnen und Reis, ja. Ja. Das habe ich auch sehr häufig da gegessen, weil es einfach so lecker ist. Mit gebratenen Bananen, Kochbananen und Avocado. Ja. Jetzt kriegen wir gleich Hunger. Oh. Ja, frisch gemachte Smoothies. Ja. Also ich kann nicht. Ey, guck mal, wir wollen ja immer gleich blubbern. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Ich möchte nur. Nein, na, du. Darfst du ruhig. Also ich bin ja auch Vegetarier. Und, ja, okay. Deswegen, also ich kann allen, die hier kein Fleisch und kein Fisch essen, das ebenfalls bestätigen. Man findet in Costa Rica immer irgendwas. Ne? Also, ja, ja. Was ich total witzig fand, es gab auch viele Restaurants, die draußen immer ein Schild hatten, glutenfrei, also glutenfree. Ganz viel, also auch für die, ne, die da glutenfrei unterwegs sind, ob sie es müssen oder so einfach wollen, auch für die ist gesorgt und die finden auch auf jeden Fall da, ja. Gibt es denn ein Restaurant oder so, also gerne auch ein einheimisches, wo du sagst, wow, da war es besonders schön, habt ihr euch richtig wohl gefühlt und da seid ihr dann nochmal hingegangen, weil es einfach so toll war und lecker war und günstig? Und nee, wir haben immer was, ich bin ja so, ich probiere immer was Neues aus. Also wir waren in so vielen, ich kann ja jetzt auch gar keinen Namen nennen, also da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in mich gehen, das müsste ich dir dann ein andermal dann sagen. Aber wir waren jeden Abend woanders. Toll. Immer was Neues ausprobiert. Das finde ich halt das Schöne, diese Vielfältigkeit der einzelnen Restaurants und jeder hat ja so seine Spezialitäten und ja, also das kann ich auch nur empfehlen, dass das jeder auch macht. Ja. Ach super. Mhm. Ich muss mal ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen, weil genau, was sind denn deine Werte? Das interessiert mich persönlich auch sehr. Und bestimmt auch den Zuschauern, was sind denn als du, als Melanie, deine Werte vorher gewesen und gibt es irgendetwas, was dir während dieser 3 Wochen in diesem anderen Land, mit dieser anderen, komplett anderen Kultur als Deutschland sie hat, ja, aufgefallen, hängen geblieben oder hat dich verändert, was hat dich so berührt, was sind deine Werte und hat sich da was verändert? Ja, also wir hatten ja schon jetzt im Laufe des Gesprächs darüber gesprochen, dieses Pura Vida. Ja, das hat mich schwer beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit die Menschen da leben und mit welcher Zufriedenheit. Ja, also ich habe keinen in diesen 3 Wochen erlebt, der so auf materielle Dinge aus ist. Ja, die leben da alle, es ist egal, ob einer reich, arm ist, oder gut, das sind 3 Wochen, da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Also es ist auch einfach nur dieses Gefühl, was ich hatte. Dass da Wert auf ganz viele andere Dinge gelegt wird. Ja, wir haben da auch bei dieser Kanu, bei diesem River Rafting, wir haben da angehalten, mitten irgendwo im Fluss und die haben ihr Kanu umgedreht und haben selber eine Guacamole gemacht und einfach was aufs Boot draufgeschmissen. Wir haben da gesessen auf den Steinen und zusammen gelacht und so, dass diese Unbeschwertheit. Ja, und da gibt es keinen Stress, was wir hier jetzt mittlerweile so viel erleben. Und ich bin ja eher so ein Naturjunkie. Ich liebe es ja. Ne? Ich bin viel draußen und viel in der Natur und das ist die Menschen leben da einfach in der Natur. Die sind nur draußen. Ich habe keinen gesehen, der da nur drin lebt. Ich meine, gut, die haben natürlich auch andere Wetterbedingungen als wir hier in Deutschland. Aber und was ich halt auch nochmal hier auch ganz schwer betonen möchte, ist dieses Leben auch mit der Natur und wirklich versuchen, plastikfrei zu leben und das haben die auch, die haben alles eingesammelt, auch danach, die haben nirgendwo was liegen lassen und haben das auch nochmal betont, wie wichtig ihnen das ist und das habe ich auch nochmal, das ist mir da auch wieder sehr, sehr schwer aufgefallen, dass wir hier einiges ändern müssen in Deutschland, ja.
Also nicht nur in Deutschland, auch überhaupt weltweit und unsere Sachen einfach mitnehmen. Und nicht Ja. irgendwo fliegen lassen, ja. Danke. Manchmal braucht man auch einfach nur so einen Anstoß wieder, so einen Stupser, dass man darauf achtet, wie wertvoll Ja. unsere Welt ja letztendlich ist, in der wir leben. Ja, ganz genau. Ja. Oh, schön. Ich habe gerade Gänsehaut. Ja. Deswegen mache ich halt auch viel mit den Ölen und mache halt viel so mit meiner eigenen Cremes, meine eigenen Shampoos und so weiter und so fort. Ne? Und wirklich mal versuchen, das so in sein Leben einfach reinzulassen. Ja. Ich finde das spannend. Ich mache nämlich meine Seifen auch selber. Ja, das finde ich super. Ja. Und das macht Das ja auch Spaß. Ich meine, selbst Seifen ist natürlich sehr, sehr viel aufwendiger, als wenn ich mir jetzt eine Creme mache oder ja, ein Deo. Aber hätte ich super, genau toll. andersrum mir vorgestellt, weil ich hatte immer Respekt oder Angst davor, mich an etwas Neues ranzutrauen. Also sei es jetzt Deo oder Zahncreme. Ich habe immer gedacht, dass Seife so das Simpelste ist, was man machen kann. Ach, ehrlich, siehst du mal, und ich denke immer, dass das das Schwierigste ist von allem. Ja, guck mal. Ja, aber anscheinend ist nichts schwierig. Man muss sich einfach nur mal dran trauen. Genau. Und was ich so schön finde, ist, dass wenn man, also in Costa Rica, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass viel Abwasser in die Natur reingeht. Also es hat mich am Anfang erschreckt, weil wenn man jetzt zum Beispiel Geschirr abwäscht und es läuft dann einfach so in die Natur, gibt es immer noch leider, dass ich denke, okay, mit selbstgemachter Seife, die ist ja fast zu 100% biologisch abbaubar. Absolut, ja. Dass man mit Ja. sowas anfängt zu arbeiten. Mittlerweile gibt es da ja auch Naturseifen oder Naturprodukte, die verwenden. Und auch da findet ein Umdenken statt. Habt ihr Ja. das mitbekommen, wie das da läuft? Leider nicht. Also ich habe es auch gesehen, als wir da in Tortuguero waren, dass da auch was oder viel an Abwasser in den Fluss reingelaufen ist. Aber ansonsten ist mir das nirgendwo so aufgefallen, wie du das jetzt beschreibst. Ja. Vielleicht, weil wir einfach auch immer nur kurzfristig irgendwo waren und das nicht so wahrgenommen haben. Aber klar, kann ich mir vorstellen, was du sagst, ja. In ganz vielen Ländern auch so, ja. Ja, und da ist aber Costa Rica jetzt am Umdenken auch, also unabhängig von den plastikfreien Produkten und so, was ich total schön finde. Aber wie du selber ja auch, zumindest gehe ich so aus, so tickst, wenn man bei sich selber anfängt, ne, dann hat man ein ganz anderes Gefühl dazu. Also wenn ich draußen zum Beispiel mal duschen würde oder mir die Hände wasche und ich nehme diese Produkte, ich weiß ganz genau, es schadet weder der Natur noch den Tieren noch den Pflanzen. Genau, ja. Leute, macht alle eure Seife selber oder euer Deo oder. Genau. Zumindest wagt euch da dran. Das ist nicht schwer. Ne? Viele haben da Angst vor. Aber letztendlich ist es, wenn ich mir so eine Creme mache, es reicht ja auch einfach, wenn ich mir ein Kokosöl nehme, ne? So ein festes Kokosöl und da einfach ein paar ätherische Öle wie Lavendel oder Weihrauch reingebe, je nachdem welche, ne? Was ich für meine Haut halt haben möchte. So easy. Ja, Ja. so spannend. Costa Rica, genau. Wie bist du auf Costa Rica gekommen? Was war der Auslöser, weshalb du überhaupt oder ihr als Familie nach Costa Rica gereist seid? Ja, also es war letztendlich, wir wollten was machen, was mit Abenteuer zu tun hat. Wir wollten was auf eigene Faust machen. Wir wollten also jetzt nicht was Organisiertes machen. Und ja, Costa Rica hat mich halt mehr oder weniger angesprungen, weil es so ja, ein Land ist, wo wenig Kriminalität herrscht, wo man halt keine Angst haben muss, dass man wieder an der nächsten Straßenecke ausgeraubt wird, dass man überfallen wird. Und das hat man ja im Laufe der Jahre schon so mitbekommen. Ne? Das ist ja so das Gold von Mittelamerika, sagt man ja. Also das ist ja letztendlich, Costa Rica ist ja eines der reichen Länder, wo wenig Armut herrscht. Und das war so der Grund, warum wir uns Costa Rica auch ausgesucht haben. Ja, Sicherheit. Sicherheit ist wichtig. Sicherheit, genau. Und viel Natur, abwechslungsreich. Ja. Ja. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe halt noch keine Kinder und ich glaube, dass es mit Kindern noch mal was ganz anderes ist. Ja, aber es ist schön, also es ist so schön und so einfach. Ja. Und sie hat auch viel mitgenommen von dieser Reise. Sie hat ja diese ganzen Abenteuer und dass man auch so einfach da reisen kann und so unkompliziert reisen kann. Hat das ja alles mitbekommen. Es war natürlich auch mitunter stressig, wenn wir wieder Koffer, ne, oder was heißt Taschen packen und wieder weiter. Es ist natürlich für so ein Kind auch, ja,
ungewohnt, ne? Sonst sind wir ja immer nur zu Hause und dann muss nicht ständig immer wieder seine Tasche packen und wieder weiter. Aber sie fand es, im Nachhinein haben wir auch noch viel darüber gesprochen, uns viel noch die Bilder angeschaut und also sie sagt auch, sie wird es jederzeit wieder machen. Boah, toll. Ja, allein schon von den Tieren her. Hey, wo kriegst du so viele Tiere zu sehen? Ne? Ja, das ist ja schon allein schön für Kinder. Ja, ich sage immer ganz gerne, Costa Rica ist ein ganz großer Zoo, weil da gibt es offiziell ja keine Zoos. Und die leben einfach frei. Ja, die leben frei. Und das sind so Standardfragen, die ich von allen gerne wissen möchte, weil ich das total spannend finde. Du hast zwar gesagt, ihr habt keine negativen Erlebnisse gehabt, aber gibt es etwas, was total schwierig war oder wo ich so dachte, oh, also nicht jetzt das schlimmste Erlebnis vielleicht, aber vielleicht das schwierigste Erlebnis. Fällt dir da was ein? Poh. Nein. Wirklich nicht, nein. Also ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich jetzt da irgendwas sage. Es war, vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück gehabt in diesen 3 Wochen. Hm? Ja. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die dir jetzt da ganz viel sagen könnten und sagen können, wow, da, ne, das musst du unbedingt jetzt erwähnen, damit den anderen Leuten das nicht mehr passiert. Ja? Ja, zum Beispiel. Aber ich kann da leider nichts zu sagen. Bei uns ist wirklich alles gut gegangen, ja. Ist auch schön, ist auch schön. Ich glaube, ich weiß nicht, es fühlt sich zumindest gerade so an, wenn ich das so sagen darf, über die Kamera ist das ja immer noch mal was anderes, aber es fühlt sich so an, als wenn ihr auch von vornherein mit so einer inneren Stärke daran gegangen seid, dass auch gar nichts passieren konnte. Ja, ich glaube, das ist auch ganz viel wert, dieses so positiv an die Sache rangehen. Und ich hatte mir auch nie Sorgen gemacht. Oh Gott, was ist, wenn das und das nicht passiert? Und das ist ja auch häufig diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wie viele Menschen kenne ich, die immer nur sagen, ja, das mache ich erst gar nicht, weil das wird sowieso nicht klappen. Ne? Und dann kommt das auch so. Und ich glaube, da ist wirklich auch was dran. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ja. Weitermachen, weiter so. Ja, und ich denke halt auch, das glaube ich auch hier, wir waren ja auch ein paar Jahre im Allgäu, haben wir gelebt. Und dann haben viele zu mir gesagt, oh Gott, Melanie, Allgäu, da gehen die Leute zum Lachen in den Keller und da wirst du nie Fuß fassen. Und sag mal, ich hatte die schönste Zeit da meines Lebens. Ich hatte so tolle Arbeitskollegen, wir haben abends am See gesessen und was getrunken. Und ich denke, es ist wirklich so, wie du auf die Menschen zugehst. Ja, und das ist auch in Costa Rica so. Wenn du dich nicht traust und sagst, nee, den spreche ich jetzt nicht an und nee, das will ich jetzt nicht, dann kommst du auch nicht mit den Menschen in Berührung. Du musst schon selber auf die Menschen zugehen und ja, vielleicht diese Komfortzone verlassen, auch wenn man sich nicht traut und das erfahren, wie lieb und wie nett diese Menschen sind, ja. Aber das gilt ja für alles, ja. Ja, nee. Ist ja letztendlich in Deutschland auch so, ne? Wenn ja, man das ja, ganz genau. Ich würde mir so sehr wünschen, dass der eine oder andere sich hier einfach mal ein bisschen mehr wieder öffnet, weil ich finde, dass Deutschland so ein bisschen ja zugemacht hat. So. Das finde ich total schade, weil ich... Ja, ja, stimmt. Mittlerweile ist hier das auch nicht mehr so. Ja. Ein Appell an alle, bitte. Ja, genau. Mehr. Ein Umdenken ist angesagt, genau. Ja. Aber da, wo du jetzt lebst, du lebst ja in Leverkusen, habe ich richtig gehört. Genau, richtig. Ja, vom Wald entfernt, wie ist das da bei dir jetzt? Also ich habe mich damals sehr schwer getan, als wir wieder vom Allgäu wieder ins Rheinland gezogen sind. Aber mein Mann ist gebürtiger Kölner und den konnte ich hier einfach nicht wegholen. Der ist halt, ne, hier total verwurzelt. Ja, aber wir wohnen hier direkt am Wald. Auch Leverkusen hat tatsächlich eine Naturzone. Also es gibt nicht nur Bayer und Chemie, sondern es gibt auch schöne Ecken in Leverkusen. Wir wohnen hier direkt 500 Meter vom Wald und ich habe ja auch einen Hund und mit dem bin ich ganz viel im Wald unterwegs und auch hier kann man die Natur genießen und man hat sie auch nicht weit ins Bergische. Das klingt toll. Ja, Deutschland hat schon schöne Ecken. Auf jeden Fall. Ja. Auch Ecken, wo man vielleicht nicht denkt, dass da welche sein könnten. Sag mal, gibt es eine Möglichkeit, wenn der ein oder andere gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht die ein oder andere Frage noch hat, wie kann man dich denn erreichen? Also ich bin ja gerade dabei, meine eigene Webseite aufzubauen. Auch ich stehe jetzt am Anfang, ne, weil ich mich ja jetzt auch selbstständig mache mit den Ölen. Und ansonsten, klar, E-Mail schreiben. Ne?
Das ist möglich. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Also mel. Dann Schorsch, also schorsch at web.de. Okay, also super. mel.schorsch at web.de, ja. Okay. Genau. Und ja, ich würde es auch gerne unten verlinken, dass die Leute per Klick dann dich zumindest finden oder ansprechen können. Ja, sehr gerne. Und gibt es etwas, was du ganz speziell, ja, was du vielleicht ganz speziell Familien mit Kinderreisenden ja noch empfehlen würdest oder allgemein, was dir jetzt noch einfällt, wo du sagst, so, wow, das war besonders schön, das hat dich besonders bewegt, irgendetwas, was du den Leuten jetzt zum Schluss noch gerne mitgeben möchtest? Ja, also was ich auf jeden Fall Leuten mit Kindern empfehlen würde, es kommt immer darauf an, wie alt die sind. Ja, also dieses in Monteverde, dieses Canopy, das war schon wirklich ein Erlebnis. Natürlich ist das jetzt auch, der eine sagt, ja, aber das ist ja so, ne, wieder so kommerziell und das, die machen da Geld mit, aber ich finde einfach auch, so einfach sich da in diese Seile hängen, über den Regenwald da zu gleiten, und das war schon ein tolles Erlebnis, auch für meine Tochter. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Alter man das machen kann. Also wie, sie war damals 9 und es hat funktioniert. Das kannst du natürlich nicht mit so ganz kleinen machen. Aber ansonsten auf jeden Fall, die ganzen Nationalparks bieten sich an. Ich glaube, da kann man auch keinen ausschließen. Ich glaube, jeder hat so seinen Reiz. Man bekommt überall alles, sei es Windeln, sei es Babynahrung. Klar, natürlich, wenn man eine spezielle haben muss, dann sollte man die schon mitnehmen. Auch für Kindersitze im Auto ist gesorgt. Wir wollten erst mit dem Bus reisen. Ja, auch das ist ja möglich in Costa Rica. Aber das haben wir tatsächlich dann gelassen, eben wegen Kind. Ne? Weil das dann schon, wenn man mit den Rucksäcken unterwegs ist und so einem 9-Jährigen ständig den Rucksack da auf den Rücken zu spannen. Und ich kann ja auch nicht zwei, ich kann ja nicht einen hinten und einen vorne. Natürlich geht's auch, aber wir haben uns dann letztendlich fürs Auto entschieden. Und da sind auch Kindersitze dabei, das ist auch kein Ding. Ja, ansonsten macht es einfach drauf los und es wird einfach toll werden. Ja. Ja, super. Oh. Also du hast jetzt so einen kleinen Flashback, glaube ich, bekommen, wieder zurück. Ich hoffe es zumindest emotional, dass du so ein paar... Ja, ja. Immer wieder, wenn man drüber redet, genau. Ja. Und dass andere von dir motiviert sind, einfach loszugehen. Mhm. Ja. Ja, ach, super schön. Guck mal, jetzt atme ich wieder durch am Anfang und jetzt. Also mich hat es ganz doll gefreut. Ich danke dir von Herzen auch, dass du dir Zeit genommen hast hier an diesem wunderschönen Samstagvormittag. Sehr, sehr gerne. Wir bleiben immer in wieder. Kontakt. Super. Okay. Danke dir. Danke.